das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Ich meine, die Leidenschaft war ja schon da. Sein Vater war selber, von meinem Vater war ja auch Maler. Also das lag schon in der Familie. Und so, als er dann die Firma übernahm, 1948, 1949, kam dann der Sammler Lühloff dazu, der ihn angeregt hat, wenn er jetzt schon nicht mehr malt, dann sollte er auch jetzt sammeln. Schwierig, weil es gibt ganz viele Lieblingsbilder, aber ein Favorit ist gerade das Bild von Yoshi Kakedo unten im Foyer. Das blaue Bild mit den Pünktchen, das ein wunderbares, meditatives Bild ist. Also das ist gerade ein Favorit von mir. Doch, also der Grundgedanke bleibt immer. Also das, wie er hat ja gesammelt ohne irgendeinen Hintergrund. Er wollte kein kommerzielles sammeln. Er hat aus Leidenschaft gesammelt. Mein Vater begann vor 20 Jahren oder 30 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, diese Sammlung aufzubauen mit Holzschnitten. Das waren vielleicht 25, 30. Und ich war auch immer begeistert davon und habe das dann jetzt in den letzten Jahren fortgesetzt. Und wir haben inzwischen über 200 Holzschnitte. Es kommen immer neue hinzu. Die Kunst, die hier bei Krone ausgestellt ist, die ist, ich mag mal sagen, inspirierend, weil man eigentlich immer wieder neue Aspekte daran sieht. Das ist, man geht durch die Gänge, man geht an die verschiedenen Arbeitsplätze und mindestens freut man sich über die Kunst, die hier ausgehängt ist und auch über das, wie die Firma diese Kunst mit den Mitarbeitern teilt. Aber man sieht auch neue Aspekte darin. Es macht manchmal Spaß, einfach stehen zu bleiben und zu schauen, was man da Neues sieht. Das hat nicht unbedingt einen Einfluss auf das Arbeitsergebnis, aber es macht das Arbeiten hier interessanter und es macht auch einfach Spaß.